bin Lukas Kuljak. Ich bin 17 Jahre alt. Ich bin am DFI Bad Aibling. Mein Ziel ist es, Fußballprofi zu werden. Ja, klar, mein Ziel ist, Fußballprofi zu werden. Ich schlage ganz klar den Weg darauf ein. Ich tue alles dafür. Ich will an meinen Schwächen jeden Tag arbeiten, meine Schwächen jeden Tag verbessern. Na klar, gibt es auch mal Tage, wo es nicht so läuft, wie man sich vorstellt, aber das gehört ganz einfach beim Fußball dazu. Muss man nicht viel nachdenken, wenn jetzt zum Beispiel im Training die Situation nicht so gut ist, muss man einfach die Situation abhaken und weitermachen. Mein Ziel ist ganz klar, Fußballprofi zu werden. Ich sag's nochmal, der Weg aber dorthin ist sehr hart und steinig. Man muss auch mal über Hindernisse gehen können und man muss auch mal, wenn man jetzt zum Beispiel mal nicht so ein gutes Spiel gemacht hat, muss man es abhaken können und nicht viel drüber nachdenken. Morgens geht der Wecker um 10 vor 7, dann drücke ich ihn meistens nochmal runter, dann schlafe ich weiter bis um 7, weil ich komme morgens echt schwer raus, aber ich bin dann immer so um 7 bin ich da auf, gehe ins Bad, mache mich frisch, gehe Zähne putzen und dann um 7:15 gehe ich meistens zum Frühstück, ja, und ich gehe dann um 8 in die Schule, 5 vor 8 beginnt der Unterricht. Da wird ganz gezielt an den Schwächen gearbeitet, mit einem Trainer zusammen. Zum Beispiel jetzt, wenn man Schwächen im Antritt hat oder im Passspiel oder Ball, Annahme, Mitnahme, dann wird da gezielt drauf geachtet und das auch dann verbessert, versucht zu verbessern. Guten Morgen, heute Individualtraining mit Lukas Kuljak. Heute steht an Antritt, etwas Passspiel, Koordination und am Ende noch ein kleines Spielchen. Zack, zack, zack. Sehr schön. Hoch. Gut so. Und klapp. Flache. Passspiel. Gut. Stark. Und tipp, tipp, tipp. Klapp. Gut so. Und jetzt nochmal links. Gut. Weg. In der ersten Übung haben wir Dinge gemacht, wo wir die Komplexität vom Fußball ein bisschen herausgehoben haben, sprich Koordination, dann gleichzeitig noch Passspiel, gleichzeitig Kopfball und den Sprint. Eben alles in einem. Der Lukas muss lernen, dass er all das, was er tut, in dem höchsten Tempo macht und ja, schnell umschalten. Zack, zack, zack und hochgehen. Gut so. Tempo, Tempo. Linke Fuß. Gut, weg, hopp. Und klapp, zieh und spiel. Gut, Tempo, spiel. Gut, weiter, hole dir, komm, hole dir, hole dir! Und so. Und Gas, komm, zieh! Und spiel! Gut, Tempo! Spiel! Gut, komm! Und da ist er, nimm ihn an, Tempo! Und drauf! Gut so! Komm! Gut! Da! Und Tempo! Schnell drehen! Komm! Gut so! Und jetzt da ist er! Hole dir! Tempo! Okay! Seitlich Skippings rüber, ja. Hoch zum Kopfball, seitlich Skippings rüber, rechter Fuss, Fuß hin und her. Kopfball, rechter ja. Fuß, jede Seite drei. Und komm, und hoch. Gut, komm, und wieder weiter. Zack, 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 spielen. Gut, weiter. Komm, hoch. Gut so. Und wieder zurück. Und spielen. Gut, 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 gut. Komm hoch. Gut, und wieder rüber. Gut so. Spielen. Sehr schön. Nochmal. Und hoch. Gut, letzter. Komm, bleib im Tempo. Gut. Und komm, zack, zack. Und bleib im Tempo. Komm, bleib im Tempo. Gut. Und nach oben. Gut so. Weiter, 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 weiter. Bleib im Tempo. Gut. Und gerade hochspringen. Komm. Gut. Nochmal, nochmal. Ja. Spielen. Gut. Und der letzte Kopfball. Komm, komm hin. Gut so. Also im Training gibt er immer Vollgas. Das Problem ist nur, dass er manchmal meint, nur wenn er kaputt ist, wenn er im Prinzip vom Platz kriecht, dann war das ein gutes Training. Er versteht manchmal nicht ganz, dass weniger auch mal mehr sein kann. Aber über sein Engagement am Trainingsplatz kann ich mich nie beschweren. Der ist immer top. Die Bayern dominieren hier gegen den FC Barcelona. Quergelegt jetzt für Kuljak und er schießt! Was für ein Traumtor von Lukas Kuljak! Der Junge bringt die Bayern hier in Führung!